Herzlich willkommen. Hier bin ich wieder, Döndü Safarov im Memos Home YouTube-Kanal. Nicht immer möchte ich euch meine Apartments vorstellen, was ich selbst erworben habe, sondern diesmal möchte ich euch was total super tolles, luxuriöses Penthouse vorstellen. Und jetzt bringe ich euch zum Best Suite Luxus Penthouse. Hier sind wir jetzt im Best Suite in Oba, mitten im Zentrum, im Eingangsbereich des Apartmenthauses. Draußen haben wir dann die Möglichkeiten natürlich zu entspannen am Pool. Wir haben einen etwas größeren Pool und natürlich auch für unsere kleinen Gäste, unsere Kinder, auch einen kleinen Pool, wo wir viel Zeit verbringen können. Und jetzt gehen wir mal zu unserem Schmuckstück nach oben in unser Penthouse. So, jetzt möchte ich euch gerne das Traumstück, nenne ich mal so, vorstellen. Wir starten mal im Wohnzimmer. Wie ihr seht, alles vom neuesten Designerstücke. Wenn ihr euch die Wände mal anschaut, also hier wurde alles komplett neu kernsaniert, renoviert. Viel Sitzfläche, viel Möglichkeiten, viel Besuch zu empfangen. So, jetzt möchte ich euch mal die Küche zeigen. Hier haben wir auch noch mal Sitzmöglichkeiten. Unter sich selbst ist, sag ich mal. Das andere zeige ich euch gleich. Unseren schönen Essbereich noch separat. Wunderschöne große Küche, Spülmaschine. Wir haben hier eigentlich alles, einen riesen Kühlschrank, Ofen, Mikrowelle. Eigentlich alles, was man braucht hier. Jetzt würde ich euch natürlich, wenn ihr Besuch bekommt, sitzen wir ja nicht hier, sondern dafür haben wir was Separates. Kommt einmal mit. Euren Besuch empfängt ihr natürlich hier, wenn ich euch zeigen darf. Extra Bereich, achtet auf die Wände, super Details, ganz toll. Wir haben natürlich hier auch viel Platz, bis zu 8 Personen. Natürlich erweitern kann man immer, kommt drauf an, wie viel Besuch ihr bekommt. Hier nach draußen hin geht es natürlich auch. Wir haben eine riesen Terrasse. Mega groß, da führe ich euch gleich hin, zum Schluss sozusagen. Das Schönste, weil da habt ihr alles unter den Füßen. Jetzt möchte ich euch mal die Schlafmöglichkeiten zeigen, wie viele Räume wir hier haben. Da starten wir mit dem ersten Zimmer. So, hier sind wir im ersten Schlafzimmer. 2 Personen natürlich. Wir haben hier auch viel Platz, Fernseher. Klimaanlage, es ist immer sehr warm hier. Dann möchte ich euch das Highlight hier zeigen. Und da sind wir auch schon. Schaut es euch an. Der Traum aller Frauen. Wir haben einen begehbaren Kleiderschrank. Mega toll. Ich würde es mir auch wünschen. Natürlich ist es hier leer. Bei mir wäre es, glaube ich, voll. So, und dann, wie es hier auch üblich ist, haben wir natürlich unser Bad. Im Schlafzimmer oder vom Schlafzimmer. Mega Highlight, hier haben wir eine Badewanne. Luxus pur, würde ich sagen. So, jetzt gehen wir mal in unser nächstes Schlafzimmer. Hier haben wir auch wieder für 2 Personen natürlich, wir sind ja eine große Familie, wisst ihr ja, noch ein Schlafzimmer. Hier haben wir wieder unseren Fernseher, unsere Kleiderschränke rechts und links für jeweils einen Partner oder fürs große Kind, was sie sich dann halt selber einrichten kann. Dann wisst ihr ja, wir haben ja noch 2 kleine Kinder. Ich plane ja immer so für mich selber. Hier haben wir noch mal 2 Einzelbetten, rechts und links, wieder mit Fernseher, schönen Schränken, die sind sehr groß, viel Staumöglichkeiten, eigentlich alles, was man braucht. Natürlich, wir haben ja erst ein Badezimmer gehabt, jetzt gehen wir zum zweiten Bad. Und hier haben wir unser zweites Bad. Auch sehr groß, natürlich mit Waschmaschine. Hier haben wir unsere Dusche, wie üblich. Zu diesem luxuriösen Penthouse gibt es auch noch eine kleine Überraschung. Ich fange mal so an. Wer bekommt keinen Besuch? Wir bekommen alle gerne Besuch, aber
Es wäre natürlich schön, wenn unser Besuch auch was Eigenes hätte. Schaut hier, was wir hier haben. Für unser tollen Besuch ein eigenes kleines Apartment. Mit einer schönen Küchenzeile. Wir haben alles hier, was der Gast auch braucht. Ein Kleiderschrank. Ein Fernseher. Ein mega gemütliches Bett. Wir haben einen kleinen Balkon. Und das Wichtigste natürlich, was brauchen wir? Ein eigenes Bad. So, jetzt habe ich euch das Schmuckstück einmal vorgestellt. Was ich noch dazu erwähnen möchte, also wir sind hier direkt in Ober, mitten im Zentrum. Hier ist alles fußläufig zu erreichen. Wir haben einen Markt vor der Tür, also halbwegs fast vor der Tür. Wir haben hier Krankenhäuser, Einkaufsmöglichkeiten. Der Strand ist mega nah dran. Wir haben fußläufig, sagen wir mal, 10 Minuten, also 250 Meter circa. Unsere Wohnfläche hier liegt bei 180 Quadratmeter. Unsere Terrasse draußen liegt bei circa 100 Quadratmeter. Alles, was man sich erwünscht, hat man hier in diesem Penthouse. Fragen haben solltet, könnt ihr euch gerne unter dieser Nummer bei mir melden oder einfach unten bei den Kommentieren und wir werden uns bei euch melden.